Jetzt momentan bin ich Lokführer. War ich bis 9 Uhr, war ich als Rangierer, also ab 10 Uhr bin ich Lokführer. Wie wird man Lokführer? Gibt es ja Schulungen, machst du die Schulungen und haben da bestimmte Prüfungen und wenn man die Prüfungen schafft, dann wird man Lokführer. Ich das bei der Arbeit angefangen habe, da habe ich schon gewusst, dass ja meine wirklich Traumjob ist. Und macht mir Spaß, bestimmt mal frische Luft draußen. Und also kann man sagen, gibt es nichts Besseres. Wir haben meistens UPM und Firma Breck. Und Däner und der Schwellen halt. Und die tun wir jeden Tag täglich bedienen, täglich. Also beladene zustellen. Also der Schrotthändler braucht zum Beispiel auch leere und die beladene musst du abziehen. Gibt es ja Firmen, du stellst ja beladene hin und die leere abziehen. Zum Beispiel heute haben wir zwei komplette Züge. Alle Wagen sind beladen. Pro Waage ist 80 Tonne. Und 20 Wagen sind 1600, 1700 Tonne. Es ist schon geht richtig los. Ist schon richtig los. Unsere Aufsicht hat bestätigt, dass wir abfahren dürfen. Wenn sie nicht, solange sie nicht bestätigt, wir dürfen auch nicht abfahren und wir bleiben dann stehen, warten wir ihre Zustimmung. So läuft es ab. Für die Augsburger war natürlich auch, dass wir sehr, sehr früh schon, sehr viel früher wie andere bayerischen Städte einen Bahnanschluss hatten, nämlich bereits 1840. Und wer sich daran erinnert, die erste Eisenbahnstrecke von Nürnberg nach Fürth war wann? 1835. Also Augsburg war in der Hinsicht auch schon bereits, was Infrastruktur, was Eisenbahnlogistik betraf, führend. Und nicht umsonst ist aus diesem führenden, aus dieser guten Struktur auch ein bestimmter Geist entstanden, ein Unternehmergeist, der natürlich auch zur Gründung der Augsburger Lokalbahn geführt hat. Mein erster Auftritt als Lokführer mit 87. In Stuttgart habe ich eine Firma angefangen. Circa habe ich hingehockt, geweint. Weil der sagt, bringst du den Hammer, ich bring dir was ganz anderes. Nein, ist nicht das. Nehme ich das, bringe ich wieder zurück und bringe dir was anderes. Nein, ist auch nichts. Da habe ich wirklich hingehockt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich geweint. Das waren natürlich, die waren erste schwierige Tage oder Monate, sag mal so. Mein Traum war immer irgendwie, ich wollte ja auf eigene Beine stehen. Landwirtschaft habe ich mal gehabt, sehr groß. Und dadurch, wir sind auch wirklich, haben wir gut gelebt.
Ich habe es zu meinem Vater gesagt, ich will nicht nur hier arbeiten, ich will mal auch was anderes machen. Und er war wirklich sehr dagegen. Habe ich probiert und bin ich gekommen. Habe ich auch ein Ziel gehabt, habe mein auch Ziel erreicht, Gott sei Dank. Und jetzt bin ich bei dem Lokalbahn. Geht es mir auch gut, kann man nicht beklagen. Ehrlich gesagt habe ich nichts bereut. Ich denke schon, dass ich was Gutes entschieden. Ich bin auch jetzt 56 Jahre alt. Ab jetzt, ich bin froh, wenn ich meinen Job schön und gut, ohne was passieren, enden. Das reicht mir. Das passt schon. Da bin ich glücklich. Wir haben Italiener gehabt und wir haben Bulgaren gehabt. Jetzt haben wir, glaube ich, eine. Wie heißt der? Aus Kosovo. Ja? Wir haben schon ein paar Nationale da. Es ist, läuft alles gut. Jeder hat zu der anderen Respekt. Perfekt. Einfach perfekt. Eine wirklich sehr sympathische Chef und sehr, sehr nett. Und wenn es was ist, es kommt da immer entgegen. Also perfekt, einfach perfekt. Auch menschlich ist ja ein sehr guter Mensch. Thank you.